Lieber Kollege Cazeneuve, lieber Bernard, Herr Präfekt, zunächst bitte ich um Verständnis, dass ich diese Rede in Deutsch halte. Ich habe zwar einen französischen Nachnamen und wir entstammen einer hugenottischen Familie, aber leider habe ich Griechisch und Latein gelernt und kein Französisch. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, um erneut zu zeigen, dass Frankreich und Deutschland auf vielen Gebieten eng zusammenarbeiten. Sie werden heute und morgen wichtige Fragen der digitalen Welt besprechen. Wenn das Internet international ist, muss die Antwort Cybersicherheit auch international sein. Natürlich steht diese Veranstaltung, und Sie haben es eben gehört, auch im Schatten der schrecklichen Anschläge und Attentate in Paris. All das hat nicht nur Frankreich bewegt und nicht nur den französischen Innenminister, den Premierminister, den Präsidenten, alle Kollegen in Frankreich bewegt, sondern auch uns im Kabinett, aber auch das deutsche Volk. Wir standen und stehen fest an der Seite Frankreichs. Und ich will gerne auch, Herr Präfekt, Sie haben das angesprochen, wiederholen, dass auch aus meiner Sicht und aus der Sicht der deutschen Öffentlichkeit die ganze Regierung, auch die Opposition, aber insbesondere auch der französische Innenminister, du Bernard, mit deiner Art und Haltung sich in diesen Tagen großartig bewährt hat. Das waren Anschläge auf den Kern unserer Demokratie und Grundwerte, die nicht nur in Frankreich gelten, sondern in Deutschland und in Europa. Für das globale Problem Terrorismus gibt es keine einfachen Erklärungen und damit auch keine schnellen und einfachen Lösungen. Sie haben Auswirkungen auf Frankreich, auf Deutschland, auf Europa und darüber hinaus. Die Ereignisse in Paris verdeutlichen einmal mehr, dass wir gemeinsam handeln müssen, und zwar nicht nur im Bereich der sogenannten realen Welt. Das Handeln krimineller und terroristischer Bestrebungen findet genauso in der virtuellen Welt statt. Wobei ich mir die Bemerkung erlaube, dass ich den Begriff der virtuellen Welt nicht besonders mag, auch wenn er in ihrer Community verbreitet ist. Ich glaube, es gibt keine virtuelle Welt. Was im Internet stattfindet, ist höchst real. Und wir sollten nicht so tun, als hätte es mit der realen Welt durch die Beschreibung, es sei virtuell, wenig zu tun. Wir haben das Internet als Ort der Freiheit, der persönlichen Entfaltung, des Handels, der Vernetzung erlebt und schätzen gelernt. Das soll auch so bleiben. Damit das Internet aber nicht für kriminelle und terroristische Zwecke missbraucht wird, muss es genauso geschützt werden wie andere Infrastrukturen, wie Strom und Wasser. Was können wir nun tun? Was können Frankreich und Deutschland beitragen, um das Internet sicherer zu machen? Um unsere Gesellschaft zu schützen, um unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen, um Cyberterrorismus und Cyberdschihadismus zu bekämpfen, aber auch Kinderpornografie oder Formen von Wirtschaftskriminalität, die nur im Internet stattfinden kann. Dazu bedarf es natürlich zuallererst nationaler Strategien. Und Frankreich hat eine solche Strategie. Der Innenminister hat sie eben vorgetragen mit den 6 Achsen. Und alles, was ich gehört habe, finde ich klug und überzeugend. Sicher ist aber auch, dass wir alleine mit nationalen Strategien nicht weiterkommen. Wir brauchen auch gemeinsam mit unseren Partnern und wir brauchen in der EU und wir brauchen weltweit Anstrengungen. Das war ja auch die 6. Achse der französischen Strategie. Auch das haben wir bei dem Treffen vor 9 Tagen, an dem berühmten Sonntag auf Einladung von Bernard Cazeneuve so besprochen und einige Wochen zuvor auf einem G6-Treffen, das ist ein Format der 6 großen
europäischen Staaten gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern. Auch dort haben wir bereits lange vor dem Anschlag diese Bedeutung unterstrichen. An unseren Grundwerten, an den Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ändert sich prinzipiell auch durch das Internet nichts. Bestehende Regelungen gelten auch im digitalen Zeitalter. Aber natürlich ist nicht alles eins zu eins übertragbar. Man muss genau hinsehen und manches an die anderen Rahmenbedingungen anpassen. Neue Technologien können neue Herausforderungen mit sich bringen, an die Gesetzgebung, an unsere Sicherheitsbehörden und an die Ermittlungsbehörden. Einiges ist bereits auch in Deutschland, und darüber will ich berichten, auf einem guten Weg. So haben wir zum Beispiel seit einigen Jahren einen solchen Lagebericht, einen Cybersicherheitsbericht, den das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine Institution, die ganz ähnlich strukturiert ist wie das französische ANSI, jedes Jahr vorlegt. Und im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal selbst gemeinsam mit dem Präsidenten des BSI diesen Jahresbericht vorgestellt. Dort tragen wir der Öffentlichkeit vor, wie viele Angriffe es gegeben hat, zum Beispiel auf die Regierungsnetze, auf die Wirtschaft, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche Schutzmöglichkeiten der einzelne Bürger hat und vieles andere mehr. Also ein solcher Lagebericht ist für die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung sehr wichtig. Zweitens, die EU-Kommission hat parallel zur europäischen Cybersicherheitsstrategie Anfang 2013 einen Richtlinienentwurf vorgestellt, um die Netzwerk- und Informationssicherheitssysteme in der EU zu verbessern. NIS heißt diese Richtlinie. Private Betreiber von Netzwerk- und Informationssystemen werden dort stärker in die Pflicht genommen. Wir unterstützen sehr die Kommission, dass es hier schnell zu einer Verabschiedung kommt. Auch beim Schutz kritischer Infrastrukturen, also der für unsere Gesellschaft so bedeutsamen Einrichtungen wie Strom, Wasser, Energieversorgung, das Funktionieren der Bankensysteme, der Versicherungssysteme, besteht auch in Europa Handlungsbedarf. Drittens, in Deutschland haben wir einen Umsetzungsplan kritische Infrastruktur entwickelt und haben eine öffentlich-private Kooperation zwischen den Betreibern kritischer Infrastrukturen, deren Verbänden und den staatlichen Stellen aufgebaut. Viertens, wir haben im Dezember letzten Jahres im Kabinett ein sogenanntes IT-Sicherheitsgesetz beschlossen. Das wird jetzt im Parlament beraten. Damit wollen wir einen Mindeststandard an IT-Sicherheit etablieren, und insbesondere die Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen hohe Anforderungen an Cybersicherheit erfüllen. Dazu gehört auch, dass die Betreiber kritischer Infrastrukturen erhebliche IT-Sicherheitsfälle künftig an unser BSI melden müssen. Nicht immer öffentlich, oft vertraulich. Denn wenn ein Unternehmen angegriffen wird, spricht viel dafür, dass auch andere gleichartige Unternehmen angegriffen werden, insbesondere bei Strukturangriffen. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen dann auch durch das BSI entsprechende Unternehmen warnen, um sich zu schützen. Meine Damen und Herren, Freiheit und Sicherheit bedingen sich. Freiheit gibt es nicht ohne Sicherheit, und Sicherheit ohne Freiheit ist nichts wert. Wir müssen immer beide Perspektiven einnehmen und sorgfältig abwägen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Kryptographie. Einerseits möchten die deutschen Kryptostrategen unsere Bürger und die Wirtschaft im Internet schützen, zum Beispiel durch Verschlüsselungstechnologien für alle, zum Beispiel durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Deshalb erklärt zum Beispiel unser BSI, also die Paralleleinrichtung zu ANSI, erklärt für Laien verständlich auf der Webseite, welche Verschlüsselungstechniken es gibt und wie man sie richtig einsetzt. Und diese Entwicklung geht weiter. Andererseits aber sollen natürlich auch unsere Sicherheitsbehörden unter strengen Voraussetzungen, rechtsstaatlichen Voraussetzungen, befugt und in der Lage sein, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln, wenn dies für ihre Arbeit und zum Schutz der Bevölkerung notwendig ist. Also der eine Teil der staatlichen Verwaltung berät, wie man sich am besten sicher im Internet bewegt, und der andere Teil der öffentlichen Verwaltung versucht, trotzdem unter rechtsstaatlichen Bedingungen
diese Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls bei Straftätern zu überwinden. Das ist vielleicht ein Widerspruch, aber wir kennen diesen Widerspruch natürlich auch aus der sogenannten realen Welt. Beim Schutz des Hauses, beim Schutz des Autos, überall raten wir zur Sicherheit. Man soll sein Haus verschließen, man soll eine Alarmanlage einbauen, man soll ein sicheres Auto kaufen. Und trotzdem hat die Polizei selbstverständlich das Recht, unter bestimmten rechtsstaatlichen Voraussetzungen in ein Haus einzudringen, ein Auto zu verändern und vieles andere mehr. Also diesen Konflikt, den viele jetzt als neu darstellen, den kennen wir längst aus der Abwägung von Freiheit und Sicherheit. Effektive Ermittlungen zur Strafverfolgung müssen auch im Cyberraum möglich sein. Der Staat, das ist meine Überzeugung, braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger Rechte im Cyberraum als sonst, nur weil die Art der Kommunikation anders ist. Verschlüsselte Internetkommunikation, und das ist nur ein Beispiel von vielen, macht an Landesgrenzen nicht Halt. Deshalb sind der Schutz des Internets, die Gewährleistung bestmöglicher Cybersicherheit und die Bekämpfung von Cyberkriminalität, Cyberspionage und Cyberterrorismus Herausforderungen, die nur mit guter internationaler Zusammenarbeit bewältigt werden können. In vielen Bereichen arbeiten wir bereits heute sehr gut zusammen. Ein schönes Beispiel ist das Projekt LawNet, über das Sie hier bei dieser Konferenz auch noch mehr erfahren werden. Aus einer mehrmonatigen Hospitation eines französischen Gendarmen im deutschen Bundeskriminalamt entwickelte sich eine dauerhafte grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zahlungskartenkriminalität. Diese intensive persönliche Kooperation bildete die Grundlage für erfolgreiche Ermittlungen, die schließlich zur Zerschlagung eines internationalen Netzwerks von Zahlungskartenbetrügern führte, mit 42 Festnahmen in Kanada, Frankreich und Deutschland. Ebenso gut arbeiten die Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, also ANSI, und unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, zusammen. Es heißt oft, vielleicht auch gerade zwischen Deutschland und Frankreich, dass in solch sensiblen Bereichen wie der Informationstechnologie nicht umfassend zusammengearbeitet werden könne. Das sehe ich nicht so, auch wenn natürlich jedes stolze Land einen nationalen Kern von Souveränität hat, der bleibt auch für Zusammenarbeit verschlossen. Das ist normal. Aber wir können weit mehr tun als bisher und tun viel. Wir müssen es tun und wir wollen es tun mit engen Partnern. ANSI und BSI leben es vor. Gute Zusammenarbeit erfordert Vertrauen und um sich zu vertrauen, muss man sich kennen. Deshalb sollten wir nicht nur aufgrund bestimmter Ereignisse und nach tragischen Ereignissen, sondern strategisch und langfristig zusammenarbeiten, uns austauschen, uns noch besser kennenlernen und weiteres Vertrauen aufbauen. Das gilt nicht nur für staatliche Akteure untereinander, sondern auch für Kooperation mit und zwischen der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Wir tragen gemeinsam eine Verantwortung für unsere Welt, online wie offline. Wer, wenn nicht Frankreich und Deutschland, sollten so eng wie nur irgend möglich zusammenarbeiten in Europa? Dazu sind wir fest entschlossen. Diese Konferenz bietet eine gute Gelegenheit für den persönlichen Austausch, für gemeinsame Projekte und neues Vertrauen. Und in diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf. Vielen Dank.